So, willkommen zurück zur nächsten Folge von World of Warcraft, Warlords of Draenor. Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, wo wir hier die Vögel und diese, tja, wie heißen sie, diese Ebenpirscher entsprechend jagen sollen, töten sollen. Und dann machen wir auch gleich weiter, würde ich sagen. So, und oh Wunder, ich habe mich gerade eben eingeloggt und ich stand nicht vor dem Portal. Tja, es gibt doch noch Wunder. So. Dann rein da. 8 und 12. Gibt ja übrigens auch sehr, sehr gut EP und Gold, wenn man diese Bonusziele macht. Sind ja in dem Sinne keine Pflicht und gibt ja auch keinen Questgeber dafür. Das habt ihr jetzt ja bestimmt schon gesehen. Aber gibt unheimlich viel Gold, zumindest für die Verhältnisse, für das Level und auch unheimlich viel EP. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die mitzumachen. Ich denke mal, diejenigen, die das jetzt schon Level 100 sind, die wissen das auch. Aber es gibt ja immer noch welche, die sich Let's Plays anschauen, aber World of Warcraft selbst nicht spielen. Ich weiß nicht warum, aber gibt es tatsächlich. So. Hier war noch genau das, saß noch einer. Meine Stimme ist schon wieder ein bisschen rau. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu viel laber. Wobei ich finde, dass ich eigentlich im Let's Play relativ ruhig bin. Also wenn ich mir so vergleich mal andere Let's Plays anschaue, da wird mehr geredet als bei mir und trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich manchmal so mit meiner Stimme da nicht so ganz mitkomme. Na, dass dann irgendwie so nach anderthalb, 2 Stunden irgendwie die Stimme ein bisschen kratzig wird, obwohl ich eigentlich sonst nicht das Problem habe. Also ich kann normalerweise labern wie ein Wasserfall. Für einen Kerl relativ, ja, unnormal, sagt man so. Naja, vielleicht muss ich auch einfach mehr trinken beim Spielen. Und nicht nur den guten Tee, ne? Sondern auch mal was Richtiges. Wasser oder so. Oder meine lecker Cola. Gut, wir brauchen jetzt noch 2 Ebenpirscher. Ich denke mal, die pirschen hier irgendwo rum. Da oben. So, dann komm mal ran da. Hopp. Oh. Komm so sie ran. Was für dein Geld? Was ist denn das da? Ist das eine Versammlung von Kälbern? Ah ja. Hier ist der Elektreiber, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. Das wann immer ich Arkanisch. Ne, ist auch nicht gut. Ne, Arkanenschuss. Und ich hatte jetzt überlegt, mir Makro zu bauen, dass immer, wenn ich einen Arkanenschuss betätige, auch Susi angreift. Aber das ist nicht immer gut. Gerade wenn man in Instanzen ist, wo vielleicht das Pet Aggro ziehen könnte. Oder wenn man jetzt gegen einen Fernkämpfer kämpft, gegen Marki oder so. Ne, sollte ich lieber lassen. Ich hatte das früher, wo ich mal mit einem Jäger getwinkt hatte. Da hatte ich das bei mir auf Jäger mal. Also Mal des Jägers. Wann immer ich dann Mal des Jägers draufgesetzt habe, ist dann mein Pet direkt rangerannt. Und jetzt habe ich den Char auch nicht mehr. War auch eher so, wie gesagt, für Burning Crusade, wo ich, ja, einfach mal 2, 3 Stündchen gefarmt hat, wenn ich mal Bock habe. Habe ich, glaube auch schon mal gesagt, ne? Dass ich da mal einen Jäger hatte. Na, einfach mal so ein bisschen Leder gefarmt habe. Bisschen Musik geführt, bisschen TV geschaut. War eigentlich ganz praktisch. Aber das war, boah, bestimmt jetzt vor 7 Jahren oder so. Da war auch noch mehr Zeit. Oh, hier gibt es eine Quest, okay. Dann gleich mal hin. Hallo? Sammelt 1000 rohe Elex-Steaks. Man sieht sie. 1000? Wer will denn bitte 1000 Steaks haben?
gewaltigen Umhang. Und mit gewaltig meine ich richtig gewaltig. Ah ja, sind ja schon 30, das geht ja recht flott. Das sollten so etwa 30, 35 von diesen Alex sein. Jetzt müssen wir sie doch alle töten. Da habe ich noch in der letzten Folge gesagt, na Mensch, und die tun mir leid und sowas. Jetzt gehen wir sie doch jagen. So, dann kommt mal her, ihr Guten. Papa hat Hunger und Susi auch. Zack. Ich finde das aber echt so richtig chillig hier. Also chillig im Sinne von nichts zu tun, wenn ich mit dem Jäger spiele. Ich bin das so gar nicht gewohnt, ehrlich gesagt. Hier klaut jemand mein Leder. Ja, ja. Müsste da die Finger weg. Skandal. Wir haben ihn das, wie gesagt, so gar nicht mehr so gewohnt, dann jetzt so einfach nur so ein, zwei Tasten und fertig. Wo sind die ganzen Alex? Da sind welche. So. Und Feuer, wenn man Reichweite sind. Jetzt damit 92 dann wirklich fast schon zu hoch sind für die Gegend. Also wo ich hier durch bin, war ich hier, weiß ich nicht, 91 schon ins nächste Gebiet rein. So. Ein bisschen Leder kann man dann verarbeiten bzw. dann auch verkaufen. Nicht, dass da drauf ankommt, aber nice to have. Ah. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. So. Susi will mit euch spielen. Oder sagen wir jetzt mit dem Pet, wie viel angehen. Ich weiß nicht, das kann auch nur täuschen. Aber mit unserer Motte, weiß ich nicht, hat das irgendwie nicht so gepasst. Kann es mir nicht erklären, aber es fühlt sich irgendwie mit einer Katze besser an. Sagen wir es einfach mal so. So, das da ist ein Quest. Da können wir uns hier ein paar Leder noch stibitzen. Nehmen wir gern mit. So. Ich hatte überlegt drauf zu schießen, aber das war ja auch für den kein Problem. Aber echt praktisch. Also ich glaube, wenn ich hier irgendwie mal so ein bisschen Kirschner leveln möchte, einfach bloß hier in die Gegend und einfach immer wieder warten, bis die Dinge umgehauen werden. Gibt es anscheinend immer wieder welche, die hier questen. Ja, logisch gibt es immer wieder welche, die hier questen. Das ist eigentlich selbsterklärend, aber. Ich meine hier so vom Leder her, die lassen es alle liegen. Und da bietet sich das Spot hier relativ gut an. Ich denke mal, das Leder wird jetzt nicht so wertvoll sein. Na gut, das brauche ich 10 Lederfetzen für ein Leder. Ist jetzt wie gesagt nicht so viel, aber ja. Aber wir müssen nach unseren Steaks schauen hier, nach unseren Alex Steaks.
Ein Menschenjäger. Trinora. So, da kann die nehmen, dann gehe ich mir die anderen holen. Und Jäger ist auch immer noch der beliebteste Twink-Char. Definitiv. So, und los geht's. Sagen 1000 sind trotzdem ein bisschen viel irgendwie. Man fühlt sich gerade so ein bisschen langatmig die Quest an. Überlegt, wie viel wir jetzt doch schon getötet haben. Ich habe vorhin gesagt, irgendwas mit paar 30, aber wir haben jetzt gerade mal 351. Jetzt haben wir 441. Fühlt sich zumindest ein bisschen ja, langatmig an, gerade die Quest. Auch weil hier immer wieder bis zur nächsten Mobgruppe immer wieder so weit laufen müssen, beziehungsweise einfach die Alex nicht schnell genug nachspawnen. Ist ein bisschen schade. Da wieder. Und auch wenn es die Quest nicht gerade sehr innovativ ist hier, ich meine, es gibt viele Töte und Besorge das und das Quest, aber manche fühlen sich doch ein bisschen anders an, einfach weil die Gegend schöner ist, weil dann doch so ein bisschen die Mobs speziell sind oder eine nette Geschichte drumherum ist, weil wir ja hier die Geschichte jetzt nicht lesen. Sehr ähnlich wie in Arcage. In Arcage können wir auch einfach die Quest quasi durchklicken. Würde, glaube ich, zu lang dauern, jede Quest zu lesen oder vorzulesen oder ich glaube, das ist jetzt auch nicht das Relevante, sagen wir es mal so. Ah, jetzt sind wir doch gut dabei. Fast 600. Es wird doch langsam. So, der Schurke wird sich wahrscheinlich auch wieder welche schnappen. Dann holen wir uns einfach die da hinten. Gut, ob es jetzt unbedingt 1000 sein müssen, auch wenn jetzt relativ häufig kommt, sei mal dahingestellt. Tun die Alex immer leid irgendwie, ich weiß nicht. Wo habe ich jetzt den Todstein gemacht? Hier auf den Todstein. Zack. Ich glaube, das erste Mal überhaupt so richtig, dass ich Todstein benutzt habe, oder? Außer bei dem Drachen, wo wir mal flüchten mussten, wo wir es noch nicht so ganz gebacken bekommen haben. Da mussten wir auch einmal, ja, den Notknopf drücken, sag ich jetzt mal. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir jetzt noch nicht häufig hier Todstellen gebraucht. Ja, hier gibt es doch ein paar Lecks. Hier ist gut. Hier können wir jagen. Leid uns mir trotzdem. Ja, Susi, halt doch mal die Akku. Was ist los? Hält die einfach nicht die Aggro? So, 814, na, die Großen bringen recht viel. Die Kleinen nicht so, aber die Großen bringen relativ gut Elek-Fleisch, Elek-Steaks. Auch bei 1000 Stück, da möchten wir auch zum Grillen eingeladen werden, ne? Das ist, glaube ich, das Mindeste. Zack. Und wieder mal Fokus voll machen und dann nicht da. Fokus wieder leer. Ach, mein Fokus immer. So, 934. Das ist ein bisschen schade. Irgendwie zähle ich gerade so ein bisschen die Quest einfach runter. Also die ist jetzt eine, wo mir irgendwie nicht so viel Spaß macht. Na komm. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 143, naja, das geht.
Ich denke mal, wir skillen dann auch, wenn wir die benutzen. Haben wir keine mehr hier? Hallo? Erleck-Freunde. Kann man ein bisschen Leder mopsen und da hinten haben wir wieder was. Ja, gut, dann halt nicht. Mal wieder unsere Jägerin. Also was heißt unsere Jägerin? Nicht unsere Jägerin, sondern unsere bekannte Jägerin. Wenn's unsere Jägerin wäre, naja. Als Trainer möchte man nicht gerade so eine Menschenfrau haben, oder? Weil die erdrückt man doch, wenn man mit ihr knuddelt. So, hier noch. Und dann soll es gewesen sein. Top. 1000 von 1000, sehr schön. Dann geben wir mal ab. Jawohl, bitte schön, deine sehen. 1000 Stück. 11 Gold, Was naja. mit euch? 100 Quests abgeschlossen. Kommt mir irgendwie vor wie mehr. Aber wir sind relativ gut dabei. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Müssen wir hier runter. Hier gibt es nochmal eine Bonus-Quest. Hier müssen wir dann auch mit Baus Alexton sprechen, unserer Garnison. Und hier auch sprechen. Na gut, dann reiten wir erstmal dahin. So. Entdeckt der große Baum Walundira. Okay, große Baum Walundira. Ist das der da? Ja. Und was ist hier so besonders am großen Baum Walundira? Gute Frage, ne? Tja, gut, das ist halt der große Baum Walundira. Warum auch immer, aber ja, ist es halt so. Galopp, 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 galopp. Schneller, schneller. Ach, habe ich schon mal gesagt, dass ich hier das Fliegen vermisse? Nee, ne? Bestimmt nur 10.000 Mal. Oh, hier gibt es einen Rare. Ishiata. Ja, da. Dann würde ich sagen, mach mal hier eine kleine Pausenfolge. Folgenpause, so rum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns hier Ingitar, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, wenn wir uns den dann widmen. Ja. Und dann werden wir dann hier entsprechend das dann durchquesten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.